Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter und das Wunder von Gond-Event kehrt zurück. Das ist eigentlich nicht so schwierig, ihr metzelt euch durch die Gegner und die lassen dann wundersame Ösen fallen. Und ihr sammelt und sammelt und sammelt all das, was die so fallen lassen. Und wenn ihr genug gesammelt habt, dann guckt ihr mal in euer Inventar. Und dann fängt das Veredeln an. Ihr braucht immer bestimmte Anzahlen, um diese Dinger auf die nächste Stufe zu heben. Wundersame Ösen, Zahnräder und wie sie denn alle heißen. Man levelt sich so hoch, bis man am Ende ein Dingsbums hat. Und mit diesen ganzen Apparätchen, die man da hat, geht man dann in den Shop der Kampagne und kann sich entweder einen kleinen Modebegleiter, den Spielapparat von Gond, holen, die Handwerksmontur der Schmieds oder mechanische Altäre. Das sind Altäre, die euch nicht nur heilen, solltet ihr eine Wiederbelebungskrankheit haben, sondern die euch dabei parallel auch noch Gold gewähren. Also, gar nicht mal so schlecht. Aber der Hauptpreis ist das Wunder-Kreationen-Paket. Denn darin können Reittiere sein. Der Apparat von Gond. Oder auch der verzierte Apparat von Gond. Dann gibt's auch den Bohrwurm-Account. Oder der Schmiedehammer von Gond, das Artefakt. Gonds Amulett der Schöpfung, das Artefakt. Den Schmied als Gefährten und. Also eigentlich einfach nur weiterspielen, Gegner metzeln und das, was ihr denn in eurem Inventar habt, hochleveln, leveln, leveln, leveln und im Shop bedienen. Mit den Sachen, die ihr haben wollt, dann ausrüsten und glücklich sein. Klein aber fein, insofern viel Spaß beim Ösen und Zahnrädchen sammeln. Bis denne, tschüss.